Der Grundrentenzuschlag ist seit Einführung der Grundrente 2021 steuerfrei. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Der Grundrentenzuschlag oder die Grundrente, wie wir sie allgemein salopp im Volksmund bezeichnen, ist ja nichts anderes als ein Zuschlag an extra Entgeltpunkten für eine langjährige Versicherung. Wer also mindestens 33 Jahre Grundrentenzeiten nachweisen kann und da bestimmte Einkommensschwellen nicht überschritten hat, zwischen 33 bis 35 Jahren, der bekommt einen Grundrentenzuschlag. Und diesen Grundrentenzuschlag, das ist also ein Zuschlag an Entgeltpunkten und daraus errechnet sich dann ein bestimmter Geldbetrag, der ist grundsätzlich, so sagt es auch, dass im Herbst 2022 verabschiedete Jahressteuergesetz steuerfrei gestellt worden. Das heißt also, dieser Grundrentenzuschlag ist steuerlich nicht zu belasten. Das wissen auch die Finanzämter. Der muss den Betroffenen, ca. 2,4 Millionen Grundrentenberechtigten, in voller Höhe zustehen. Und zwar zur ungeschmälerten Sicherung des Lebensunterhaltes. Laut der Neuregelung muss die Rentenversicherung bis Ende Februar 2024 korrigierte Informationen über die Höhe des Grundrentenzuschlages an die Finanzämter übermitteln. Auf dieser Grundlage werden auch bestandskräftige Einkommenssteuerbescheide durch das Finanzamt nachträglich geändert. Die Betroffenen müssen insoweit nichts unternehmen. Das hat die DAV in einer Mitteilung klargestellt. Meine Damen und Herren, ganz wichtige Information, der Grundrentenzuschlag ist seit Beginn 2021 durch das Jahressteuergesetz 2022 rückwirkend zum 01.01.2021 steuerfrei gestellt worden. Das ist eine ganz wichtige Information. Bitte prüfen Sie auch Ihre Einkommensteuerbescheide, wenn Sie hier insbesondere mit Ehegatten gemeinsam veranlagt werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.